Muss das sein. Nicht schön, sowas. Aber musste sein. Warum? Wie bitte? Warum musste es sein? Weil ein Boot wie unseres kaum für die 50 Mann ausreicht, die hier gebraucht werden. Wie viele Schiffbrüchige hätten Sie denn aufgenommen, hä? Ein? Zehn? Hundert? Wir haben den Befehl, Schiffe zu versenken, wo wir sie finden. Alles andere können Sie die Herren fragen, die diesen Krieg angefangen haben. Funksprecher, Kalan. Vorlesen. Drei Dampfer versenkt. Geleitzug in Gruppen und Einzelfahrer aufgelöst. Kühlung abgerissen. Stoße nach in 30 Grad. 212. Wenzel. Nicht schlecht. Gubsch hat Kühlung im selben Geleitzug. Stackmann hatte Treffer auf 6000 Tonner. Ganz schönes Schlachtfeld. Ob wir da noch mal rankommen? Schwer. 5 Stunden AK-Fahrt mindestens. Der Brennstoff. Wir können doch nicht fünf. Ja, ja, ist ja gut! Wann kennen wir McAloyne? Wenn ich den Befehl dazu gebe. Herr Obersteuermann. Zu entschuldigen. Sie haben in einer kritischen Situation Ihre Gefechtsstation verlassen. Außerdem haben Sie sich meinem Befehl widersetzt. Komm ich vors Kriegsgericht, Herr Kalein. Ihre wievielte Feindfahrt ist das? Die 9. Ausgerechnet Sie, Johann. Mir ist das noch nie passiert, Herr Kalein. Irgendwie ist mir die Sicherung durchgegangen. Die Nerven. Es wird nicht wieder vorkommen, Herr Kalein. Sie können sich auf mich verlassen. Johann. Kein Kriegsgericht. Ab in die Falle.